Machen wir hier, da so, nochmal zwei Punkte rein und wieder ein bisschen Schaden. Schaden schadet nie. Und, ja, ausweichen. Natürlich. Oh, ich habe noch einen Punkt, glaube ich. Nein, ich habe keinen Punkt mehr. Ja, dann wird das hier mit 14 Schaden ungefähr sein. Denke ich. Und den Elektrikschaden, den ich nicht besitze. Aber laut Patch sind ja die zwei Stärke schon erheblich stärker. Nehmen wir das einfach mal. Obwohl ich das hier so gut fand. Werde ich ausprobieren. Und werde dann gucken. Ah, ist hier wieder schlecht, schlecht. Schlecht. Auch schlecht. Und auch schlecht, okay. Und alles rüber in mein Tier rein. Ja, das heben wir erstmal nochmal auf. Und gehen den Weg mal weiter. Räumen noch hier die Kollegen weg. Also. Achso, die sind schon alle tot. Tomo-Feeling, ja, das brauchen wir erstmal nicht. Aber Mana wäre nicht schlecht, natürlich. Was mit dem los, den und den Kollegen? Unzerstörbar irgendwie. Oh, hier guter Ember. Bisschen Gold. Identifikation nehmen wir auch. Oh, da ist noch einer. 5300 Schaden. Was haben die denn da über den Kopf eigentlich? Dass immer so was Rotes. Irgendwie sauer. Oh, hier ist der Imbermann. War jemand Auto jetzt kaputt? Sollte er schon gewesen sein. Das ist jetzt sein Skelett, das sind meine Skelette. Oh, hier sind ganz viele Gegner. Wollte eigentlich jetzt hier mal schön picken. Das hier nehmen wir mit. Das. Das war Crap. Das schmeißen wir auch wieder weg. Zumindest geht es hier erstmal nicht weiter. Und da ist noch so ein Maschinengewehr-Ding und die Truhe. Okay. Und da oben geht es wohl weiter. Oh, hier gut Abstand nehmen. Auf dem Kreis laufen. Und hoffen, dass nichts rauskommt. Das habe ich ja gerade wieder aufgehoben. Ach, war doch so ein Ember-Ding, okay. Blitzwiderstand. Bla bla. Nee. Ist nicht so gut. Auch nicht so gut. Auch nicht so gut. Also weg damit. Ich finde es schade, dass ich nicht so eine Übersicht habe über meine momentane DPS. Das wäre natürlich ganz toll irgendwie, dass ich mal gucken kann, wie das ist im Vergleich. Bei elektrischen Schaden dürfte ich eigentlich gar nicht haben. Ah, doch, 19. Aber so gut wie nichts. Ja, die drei Magie sind aber hier auch für den Arsch und auch für ein bisschen Eisschaden. Naja. Da ist halt das Problem, man merkt es halt auch gar nicht so krass. Tup. Okay, hier gibt es einen Weg, aber gehen wir erst natürlich hierher. Wie es sich gehört. Oh, die überleben das sogar beide. Okay. Mit Auto-Attacks kann man es eigentlich ganz gut sehen. Aber der Schaden wird ja so ein minimaler Unterschied nur sein, dass es halt nicht großartig auffällt. Ich guck jetzt mal hier. Machen wir hier so Auto-Attacks. Ja, wow, jetzt kommen hier die ganze Zeit die Crit-Dinger. Da ist einer. Perfekt. 390. Eben hatten wir 341 und so. Okay. Also ich komme auf keinen Fall in die 400 rein. Ohne Crit. Und jetzt gucken wir mal hier so.
Dann schießen wir die Balliste ab, damit sie weg ist. Ja, toll. Wenn zu viele kommen, dann ist mein Auto-Attack zu langsam, um die umzubringen. Damit mache ich aber schon über 400, also es scheint besser zu sein. Was habe ich jetzt mit dem Hebelchen gemacht? Ah, okay, ich habe da den Gang geöffnet, sehr wahrscheinlich. Ein bisschen hektisch hin und her laufen, in der Hoffnung, wenn da was rauskommt, dass es mich nicht trifft. Ja, und so einen ähnlichen Gang hatten wir ja auch schon. Oh, kann ich benutzen? Ah, doch, jetzt schon. Dann tun wir hier die Superwaffe rein. Gucken, was passiert. Hab Angst ein bisschen. Fortune is kind to you. Into the light. Ach so. Nicht leichte Waffe, sondern die haben es wurde ins Licht gestellt und hat jetzt wieder was Neues bekommen. Zerstört Rüstung mehr. Da war jetzt 32. Ja, das ist auf jeden Fall hier meine Mega-Elite-Waffe. Laufen wir mal hier außen rum. Die Truhe ist nicht gefährlich, schießt man trotzdem mal drauf. Aber die ist gefährlich. Nein, ist sie nicht. Sehr merkwürdig. Waffenstern habe ich nie Angst. Hui. Oh, das können wir alles gebrauchen. Da war die Trap wieder. Da kommt immer so klick, 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 klick. Aber manchmal löst sie auch ultra schnell aus. Ich weiß noch nicht, was da genau los ist. Ja? Und da oben liegt noch ein toller Gesundheitstrank, aber ich bin da schon wieder mit relativ vielen unterwegs. Gehen wir hier weiter. Die 9 Gold, die nehmen wir mit, die liegen auf dem Weg. Und machen wir das Gesindel hier fertig. Ja. Und ich finde, meine Bogenschützen, die werden immer ein bisschen ungünstig platziert durch mein Pad. Weil die werden ja sehr oft hinter die Gegner platziert und das gefällt mir ja gar nicht. Denn ich hätte ja gerne so eine Schutzmauer und nicht irgendwas, was hinter den Gegnern steht. Das finde ich dann uneffektiv natürlich. Ah, ist tot. Gut, hier können wir weitergehen. Machen wir erst den unteren Raum aber fertig. Bop, 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 bop. Ich brauche ein bisschen Mana. Okay, da kann ich auch hochgehen. Ach, die waren gar nicht alle oben. Ah, da waren noch ein paar unten. Ich dachte, ich schieße eine Balliste ab, wieder für nichts. Und die Truhe. Okay. Ah, das ist wieder so ein super Zombie. Komm, geh weg. Und noch ein paar von den kleinen Männern hier. Epic Small Cannon, Mana-Trank, Identifikation, Gesundheit. Gesundheit! Ey! Ah. Noch ein bisschen Gesundheit, Gold. Sonst hier auch recht wenig. Und hier war letztes Mal der Geheimgang praktisch zum Weiterkommen sozusagen. Aber das sieht hier jetzt ein bisschen anders aus. Wir haben ein bisschen geändert, das ist schon. War noch ein Skelett. Ich konnte doch jetzt hier hinten auch hochgehen. Haben wir ein bisschen verwirrt. Aber mein Pet ist auch verwirrt und folgt mir wieder nicht. Kommt jetzt erst wieder.
Ja, das kommt hier oben sehr bekannt vor mit den Platten. Das war genauso letztes Mal auch. Und wenn da jetzt wieder ein Hebel ist, dann wissen wir, was los ist.